Seit 6 Jahren ist er hier am Strelasund immer wieder beobachtet worden. Ein Sandtigerhai. Ein Weibchen, Spitzname Niki. Über Angriffe auf Menschen ist bislang nichts bekannt. Aber nun droht Gefahr. Hier im Ozeaneum auf der Stralsunder Hafeninsel. Aquariumsleiter Alexander von den Driesch leitet die Mission, den 3 Meter langen Raubfisch einzufangen. Denn Niki zieht um. Wird schon halten. So große Haie setzt man ungern um. Das macht man nur, wenn es wirklich dringend notwendig ist. Kommen wir nicht drum rum, wenn wir die Scheibe neu versiegeln wollen, dass halt auch die Tiere raus müssen. Und wie man den aus dem vollen Becken rausfängt, war schon eine Überlegung wert. Geht natürlich immer darum, dass dem Tier nichts passiert, bei jeder Fangaktion. In dem besonderen Fall geht es auch darum, dass den Fängern nichts passiert, denn so ein sandiger Hai hat ja schon ordentlich Zähne. Nikis Lebensraum, das große Schwarmfischbecken, muss saniert werden. Alle Tiere raus, auch Niki. Na, es ist für sie natürlich dann auch ein besonderer Tag. Man kann dem Tier ja nicht erklären, was da passiert. Findest du natürlich erstmal doof. Aber sobald wir sie betäubt haben, das passiert über ein Mittel, was ins Wasser kommt, über die Atmung ganz sanft, ja, dann schläft sie halt ein. Ja, also da kriegt sie nicht viel von mit und wacht dann in einem anderen Tank wieder auf. Würde ihr dann vielleicht auch nicht so toll gefallen, dass man gegen ihren Willen. Aber es ist ja nun mal ein Hai, der findet sich dann damit ab. Und in 3 Monaten, so hoffen wir ja, können wir sie dann wieder hier hochsetzen in das neu eingerichtete Becken.